So, Freunde, heute gibt es keinen Vlog, keinen richtigen. Heute gibt es quasi, wie ich eine Modverschau mache. Keine Ahnung, vielleicht interessiert es jemanden nichts Spannendes. Ich werde mir einfach filmen, wann ich hier eine Modverschau mache zur Map zu Den Haagen. Ja, sehe ich mal, wie spontan es ist. Wie immer, super vorbereitet. Aber gucken wir einfach mal, was das wird. Ihr könnt ja noch in der Modverschau schauen, ob's das wieder mitkriegt, ob es das vergleichen könnt. Viel Spaß, Freunde. Es hat vorher geregnet, vielleicht bin ich irgendwo feucht und nass und okay. Räusper ist immer ganz wichtig. Räuspern ist das Wichtigste am Let's Playen und wir starten rein, Freunde. Hallo Freunde, Servus und Grüß Gott zu einer neuen Mod-Vorstellung. Wir schauen uns hier jetzt die Sudenhagen GMK-Mod an, in der Version 2.0 mittlerweile angekommen und können hier schon sehen, wir haben hier einen Agrarflieger, Chopped Straw, Güllemist und Kalkmod, die Mixfeeder-Geschichte und wir gucken uns einmal die Bilder und die schauen relativ sehr souverän aus. Ja, da kann man sich nicht beschweren. Und was man nun lesen kann, ist definitiv, dass wir hier eine Vierfach-Map mit einigen Extras haben. Multifruit, Sonnenblumen, Roggenhafer, Klee, Luzerne, Güllemist und Kalk haben wir jetzt schon das dritte Mal erwähnt. Chopped Straw, das zweite Mal Unkraut und kaufbaren Objekten. So, dann gibt es nun eine Agrargenossenschaft mit zwei Höfen, Milchviehbetrieb und Nebenhof. Es gibt auch ein Schweinemast mit eigener Futterproduktion, Obsthandel, Gemüsehandel, zwei Biogasanlagen, Mixfeeder, Fermentiersilos, Grasheu, Klee und Luzerne und ein Kompostmaster. Nicht schlecht, Freunde. Also da ist hier schon mal auf jeden Fall die Action losgetreten. Wenn wir hier starten, haben wir hier gleich mal die Möglichkeit natürlich die Map by Object-Geschichte zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ich werde es definitiv aktivieren. Und wir werden hier mal erschlagen von 321.546 Icons, die wild um sich springen. Was ist denn hier los? Skandal im Sperrbezirk, was ist hier los? Lohnunternehmen, schauen wir hier mal rein. Wow, au, au, wow. Das ist ja cool. Da kann man hier teleportiert werden. Lohnunternehmen, Voss, Innovation, Land und Forst. Alles klar. Okay, sehr cool, sehr cool. Leider Gottes wird man hierher teleportiert und muss man das kaufen. Was sind das? Lohnunternehmen, durch Konkurs des alten Besitzers können Sie dieses Lohnunternehmen erwerben. Wenden Sie sich an den zuständigen Konkursverwalter. Ja, Schnäppchen, 1,2 Millionen kann man sich getrost schon mal reinwerfen. Hier zumindest den Wunsch ins Börserl oder so, keine Ahnung, Wahnsinn. Okay, geht es wieder zurück? Geht zumindest, wenn man hier mal die Tabulator-Taste drückt, kommt man hier mal rein. Oh, sehr forstorientierter Fuhrpark. Schauen wir mal rein, Freunde. Auf die Taste P gehämmert, in die Garage geguckt. Bührer Multi, Steyr ist dabei, New Holland ist dabei. Frontladergeschichte. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Case IH XL Flow. Wahnsinn. Nicht schlecht. Wow, sehr fette Geräte, sehr viele Geräte. Sehr coole Geräte. Gewichte, Forstgeräte, Kühe. Wir haben 30 Kühe. Wir haben 30 Kühe zu Beginn, das ist cool. Wir haben nicht nur 30 Kühe, Freunde, wir haben den Kärcher Bienenhaus, eine Windkraftanlage. Wir haben einen Tatra Phoenix dabei, wir haben Zetor Power, Rostel Mesh Power dabei, wir haben JCB dabei. Was ist denn da los? Da brauche ich gar nicht mehr spülen, so viele Geräte wieder dabei sind. So, machen wir hier mal auf, gucken wir mal, wo wir uns hier befinden und es scheint, als wären wir hier im Forstindustriebereich. Okay, ja. Kann man mit dem fahren? Das wäre so extremst. Boah, das würde so krass feiern, wenn man mit dem fahren könnte. Da, hier die Möglichkeit, Hackschnitzel zu verarbeiten. Aber wie geil das ausschaut, wie geil das der Wald da hinten ausschaut. Das ist schon wieder eine ganz besondere Farbgestaltung. Das ist nicht das Typische. Ihr erkennt es sofort. Das ist der Wahnsinn. Bretterproduktion haben wir hier am Start. Sägewerk haben wir hier am Start. Hallen haben wir hier am Start. So minimalst, minimalst, vielleicht sogar ein bisschen extrem das Ganze, weil ich habe 30 FPS. Ich traue mich kaum. Okay, lol. Wo sind meine 30 FPS? Da hinten waren meine 30 FPS. Schaut, wenn man da hinschaut, hat man 30 FPS. Wenn man darüber schaut, hat man 30. Wenn man darüber schaut, hat man definitiv mehr. Wieso habe ich? Es ist dumm. Wenn ich am Kartenrand stehe
und zu den Sägewerkgeschichten schaue, habe ich 30 FPS. Oh lol. Das ist hier auf dem Punkt. Was ist denn da los erst? Was ist denn hier für ein fettes Objekt oder so? Schaut, was hier alles kann. Na Spaß, aber ist komisch. Hier auf dem Punkt hat man 30 FPS. Wenn man über den Punkt hinaus ist, dann hat man wieder, ja. Dann geht es definitiv besser. Viel besser. Was hat man hier für spannende... Oh, oh, hallo. Wow. Der Himmel schaut schon mal fett aus, hä? Eine sehr geile Landschaft. Also die Landschaft ist echt extremst geil. Feld zu verkaufen. Die Icons sind auch sehr besonders, muss ich gestehen. Kann man kaufen. Schnäppchen, 300.000. Sehr viele Felder. Wir schauen uns überhaupt mal die Vierfach-Map. Haben wir gesagt, was ich vielleicht... Wow, hier ist aber schon sehr viel los. Hier ist schon sehr viel los. Also hier hast du sehr, sehr viel zu tun. Also kann ich nur empfehlen, macht es im Multiplayer oder ihr seid einfach Hardcore-Fans vom Cosplay-Mod. Anders lässt sich das nicht bewältigen. Oh, geiles Bild. Sehr geiles Bild, muss ich gestehen. Machen wir hier nur einen Screenshot. So, jetzt kurz eingebrochen, die FPS macht aber nichts. Sehen wir mal, die Höfe sind geil und groß. Oh, das ist der geile große Hof. Ja, okay, der darf 1,2 Millionen kosten. Ja, die Wassertextur gefällt mir schon besser. Perfekt ist sie nur immer nicht. Wo haben wir hier den Agrarflieger? Der würde mich persönlich noch ganz interessieren. Den würde ich ganz interessant finden. Güllelager, Obstplantage, Pferdezucht, Schafe, Händler, Kalkwerk, Nebenhof, Pferdehändler, Ölcompany, Bayer, was haben wir da? E.ON BGA haben wir da drüben zum Beispiel. Schweinezuchtanlagen haben wir da. Oh, die können wir sich gerne mal anschauen. Die Schweinezuchtanlagen. Wahnsinn, was da... Agrarflieger rechts oben, den schauen wir uns auf jeden Fall. Das wird geil. Schauen wir sie die zwei Sachen an. Schauen wir sie hier. Aber es ist eine wunderschöne Landschaft. Es ist wirklich so wie bei uns. Oder woanders. Es ist wirklich wunderschön. Also da kann man sich nicht beschweren. Also das ist... Da kommt man gar nicht rein hier. Was ist denn hier los? Hier ist so viel zu tun hier. Aber hier die Hecken. Die Hecken sind der Wahnsinn. So, hier eine... Was haben wir hier? Michael Hagenborstel. Oh. Oh. Okay. Was haben wir hier? Schweinezuchtanlagen. Und da kann man sie wieder teleportieren. Wow, zwei Schweinezuchtanlagen. Sehr geil. Was ich persönlich feiern würde, wäre, wenn die Hecken weg wären. Ich würde das gerne offen haben. Nicht eingesperrt in einen abgesteckten Bereich, sondern gerne offen haben. Hier die Kompostieranlage. Die Kartoffelwaschanlage. Oh, Freunde, und da hinten hat man gesehen, ist aber vorher, boah, fett. Sorry, ich rase gerade so über die Map. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber das ist total geil. Wieso ist die eingesperrt? Mac, wieso hast du die eingesperrt? Sperr die nicht ein, mach sowas nicht. Mach da hinten einen Eingang, mach da hinten einen Ausgang oder auch einen Eingang. Oh, tu die nicht einsperren, das ist also verkommt, das ist schade. Weil, ich sag dir das jetzt einmal kurz, warte mal kurz. Ganz kurz möchte ich, dass du das anschaust, weil dann kann ich dir das demonstrativ gleich zeigen. So, schau dir das einmal an. Schau, da hast du voll geile Stallanlagen, Mastanlagen und so weiter. So, wenn du hier stehst, siehst du nichts. Das ist schade, wenn ich da hier so vorbeifahre, ja, da geht es schon wieder, weil da siehst du was. Aber wenn ich hier so vorbeifahre, sehe ich nichts. Warum? Macht keinen Sinn nicht. Bitte tu das nicht einsperren. Bitte nicht. So, ein Güllebecken. Und was ich mir noch unbedingt anschauen möchte, ist natürlich Obstplantage. Einmal die BGA. Agrarflieger. Fettes, fettes Feld. 100% fett. Wahnsinn. Geil. Die schaut ja mal cool aus. Ja, kann man hier Obst machen. Sehr schön. Das schaut super aus. Das gefällt mir sehr gut. Auch mit dem Zaun und so weiter. Ah, wieder ein extremes Feld mit extremen Größen. Das ist unglaublich. Wirklich, wirklich der Wahnsinn. Das ist... Aber bitte sperr den Schweinemastbetrieb nicht ein. Mach das nicht. Das ist schade, schade, schade. Extrem schade sogar, wie ich finde. Vielleicht gibt es ja viele, die sagen, okay,
ist total geil, ist absolut legitim und erlaubt und natürlich, wow, und natürlich erwünscht, aber ich finde es total schade, wenn man das so einsperrt. Das wäre so geil. Man sieht da jetzt schön, wie ich über die Map flitze und es gleichzeitig sieht man auch, wie man hier immer und überall 60 FPS haben. Und das ist beides sehr schön. Sonnenblumen, ja. Bin ich da überhaupt noch richtig? Jawohl! Und wir haben es bald geschafft. Vierfach Map ist natürlich wahnsinnig groß. Viermal so groß. Wow, da habe ich wieder mal mitgedacht. Gell? Aber die Optik, die Vegetation, die schaut schon sehr, sehr gut aus. Der U ist wieder da. Hello, Uhu. So. Ein Grauflieger haben wir hier. Wow, die schaut aber cool aus. Gehen wir da mal rein, ich komme da nicht besser wo rein. Haben wir hier wo die Möglichkeit, dass man den teleportieren könnte ich mich. Oder hier, Freunde, oder hier. Können wir dem sagen, oh, der kann nicht überall, ah, der kann nur, okay, das verstehe ich nicht. Der kann theoretisch nicht überall fliegen, der kann vielleicht nur dort, wo es möglich ist. Ich verstehe das nicht ganz. Können wir Stufe 4 gedüngt? Ist blöd, wenn ich düng. Nach was für Kriterien kann der fliegen? Ah, nur auf eigenen. Ja, das ist natürlich logisch. Habe ich dem jetzt den Auftrag gegeben, weil ich weiß nicht, ob der losfliegt oder ob das jetzt einfach nur gedüngt ist. Schwierig zu sagen. Trotzdem eine so geile Geschichte hier. Eine richtig, richtig geile Geschichte wieder. Vor allen Dingen, du kannst, ist ja groß und so, du kannst wirklich hier, also die Fifi, was machst du da? Seit wann gibt es Hunde? Ah, das ist auch schön. Hey, servus. Cool. Ja, der Hof selber an sich, Freunde, sehr, sehr riesig, sehr offen, sehr groß, sehr, sehr, sehr groß, kann man schon durchaus so behaupten. Und die Möglichkeiten zum Teleportieren zum Hof 2 zum Beispiel, zum Bahnhof, Agrarflieger und so weiter und so fort sind natürlich gegeben und auch der Hof 2 ist riesig, Freunde. Wer Bock hat, riesige, fette, große, jetzt wissen wir, warum wir so viele Straßenfahrzeuge und so große Straßenfahrzeuge haben, riesige, fette, große Action im landwirtschaftlichen Bereich mit sehr, sehr vielen Umfang zu spielen auf die Karten. Mich juckt die Nase, ist nicht gut. Ah, der wird hier auf das Sudenhagen in der Version 2.0 absolut glücklich. Die Map ist nicht für kleine Geräte bzw. für Oldtimer geeignet. Unmöglich ist gar nichts, sage ich mal, aber es wäre trotzdem vielleicht nicht so. Ja, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Wahnsinnig coole, lässige Map. Hier die Möglichkeit sogar mit Radlader zu laden. Geile Geschichte, Freunde. Fettes, fettes Lob von mir. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Mauverschulung. Bis dann, Freunde. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das funktioniert. Schön aus dem Stegreif raus. Ich habe nichts offen. Ich möchte euch das nochmal ganz kurz zeigen. Hier ist die Map. Hier hat man die FPS-Anzeige. Und hier haben wir zwar offen die Geschichte, aber nicht genutzt. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal und tschüss.